So, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldon zu einem neuen Part. Super Mario Maker 2 mit dem Zwergenfürst. Heute im Modus Level aus aller Welt. Ja, da ist mein kleines Baumeisterprofil. So schaut's aus, der 2GLP. So heißt mein Baumeistername in Super Mario Maker 2. Mein Baumeisterprofil. Hochgeladene Level. Ja, da habe ich tatsächlich schon 2 hochgeladen. 2 kleine Level. Und 2 verschiedene Stilen. Habe ich da schon gebacken bekommen. Ja, so sieht's aus. Und ich gehe jetzt mal hier in den Level-Suchen-Modus. Dann suchen wir uns hier mal ein bisschen was raus. Und schauen mal rein, was es denn hier so gibt. Vielversprechend beliebt, neu. Und dann gibt es die Detailsuche. Aha. So, ich habe hier ein Level gefunden bei Let's Play Markus in den Kommentaren, was ich mir stibitzen will. Nehme ich hier die ID, eine Level-ID gebe ich nämlich hier ein. Könnt ihr gleich mal mitschreiben, falls ihr die auch nachher spielen wollt. Klang sehr vielversprechend, deshalb nehme ich die jetzt hier mal für diesen Part. Ich hoffe, die ist richtig, die LD. Richtig. Sprechen muss man natürlich können. Das ist Grundvoraussetzung. So, passt. Da hätten wir so. Lavandia. Ein kleines Level von... Auf YouTube heißt er Maradona. Und hier heißt er, der Baumeister, auch Maradona. Weltrekordhalter ist ELS. Ja, Level für Maradona. Abschlussrate 4,12%, ja, das geht noch. Pokémon Kanto Lavender Town, die Beschreibung. 59 Leute haben es schon gespielt, 7 Herzen hat es bekommen. Ja, spielen wir es doch mal, ein kleines Pokémon Erste Generation Hommage Dingens. Auf geht's. Schauen wir es uns an. Oh, in einem Spukhaus. Ja, wo denn auch sonst? Okay. Das hier der Lavandia-Turm oder was? Hm, an das Item komme ich hier nicht ran. Das Pokémon Center. Aha. Alles klar. Hübsch. Kann ich meinen Pokémon heilen? So, jetzt hier wieder runter. Ah, okay. Die Häuser hier im Lavandia. Ah, ich erkenne es. Die verschiedenen Häuser, die man nicht besuchen kann. Hier geht's rein. Hier gibt's Münzchen. 50er Münzen. An die Frage 10 Blöcke komme ich nicht dran. Oder doch? Den Wandsprung kann ich nicht. Dann mal weiter durch die Stadt. Das ist ja lustig gemacht. Da sind schon mehrere drauf gegangen, weil sie gedacht haben, da können sie weiter. Da können sie ein bisschen versuchen weiterzukommen. Ja, erstmal ins Pokémon Center. An dieser Stelle ist wirklich das Pokémon Center in dem Spiel. Sehr cool. Das heißt, der Turm müsste da drüben sein. Ja, da ist er schon. Der lila Hintergrund, ich erkenne es. Es gefällt mir.
Können wir das Item mitnehmen? Ach, ist nur eine Münze. Schade. Schade, Marmelade. So, ab in den Turm. Da treiben sich die Geister rum. Verschwinde von hier. Geh nach Hause. Aber was haben die gesagt? Oha. Da sind auch schon mehrere verreckt. Auf meinem Lavandia-Turm verreckt. Dann bleibt der Geist ewig in der Lavandia-Turm gefangen. Das wollen wir ja nicht. Okay. So, ins Pokémon-Center müssen wir nicht nochmal. Wir sammeln Wörz ein paar Münzchen. Ja, da könnten wir uns ein paar 50er Münzen holen. Zwei. Aber gut. Vorsichtig. Der Würfelknochen. Es war ein Knochen trocken. Ein Knogger. Ein Knogger in einem kleinen Raum eingesperrt. Ja, ich fehle hier heute ein bisschen. Ach ja, die Zeit ist ja großzügig gehalten. 94, 500 war wahrscheinlich eingestellt. Genug Zeit, um Lavandia zu erkunden. So, je nach Möglichkeit nicht drauf gehen, sagte er. Jetzt versuchen wir es vielleicht mal hier. Ein unsichtbarer Block ermöglicht uns den Weg in die nächste Etage. Oha, hier wird es gruselig. Noch mehr Geister. Etage 2. Und ganz oben das große Gespenst. Man wollte gerade fragen, wie kommen wir hier vorbei ohne drauf? Ohne dabei drauf zu gehen. Geht bestimmt irgendwie. Und ein paar Items konntest du hier nicht drin verstecken in den Blöcken. So ein paar. Eine Feuerblume oder so. Nicht? Wäre nicht gegangen. So, jetzt an dem Geisterkreis vorbei. Vorbei, sagte ich. Jetzt wer kriegt's nicht auf die Reihe. Tja. Was sagt man dazu? Wenigstens haben wir mittlerweile rausgefunden, wie wir hier. Wie wir hier lang gekommen sind, wo schon in der ersten Etage angelangt. Im ersten OG. Immerhin. Na komm. So, das haben wir auch schon bewältigt. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir hier unbeschadet am Geist vorbeikommen. Jetzt! Oha, das Loch im Boden. Das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Das wird jetzt abgeschlossen, das Level. So schwer ist das nicht. Mann! Zu blöd zum Springen. Mario, was ist los mit dir? Brauchst du Hilfe von deinem Bruder Luigi? Oder was ist das? Was ist hier los? Müssen wir deinen kleinen Bruder holen? Oder kriegst du das alleine hin? Mensch, Mario. Mario ist schuld. Nicht ich, der ihn steuert. Mario ist das. Vorbei. Und. Jetzt. Huha. So, ein Stück weiter. Da oben ist ein Checkpoint. Check the point. Da muss man es erst mal ein bisschen schaffen. Ja, nein! Nein! So! Ja, hu! Da durchgekommen. Superb! So, warten.
Durch. Hüpf. Und hops. Und ja. Warten. Jetzt. Und jetzt. Dadurch. Und da oben können wir nicht lang. Können wir doch, oder? Da kommen wir lang. Geist, bleib stehen. Komm, gehen wir hier unten lang. Hua. Jetzt, ich glaube, ich muss da oben drauf springen. Wo die Geister im Halbkreis. Ich finde es noch nicht richtig raus, aber ich muss da hin. Geisterhäuser, wie ich Geisterhäuser liebe. Ja, natürlich. Muss ja ein Geisterhaus sein. Muss ja ein Geisterhaus-Level sein. Für Lavandia, das ist was sonst. Wäre ja unvernünftig, wenn das ein Overworld-Level wäre. Wenn das da irgendwie... Oder wenn das ein Wüsten-Level oder so wäre. Das ist... Ja, ist ja... Ich verstehe es. Ist in Ordnung. Wie gesagt, das Level ist super. Sieht bloß scheiße aus, weil ich das jetzt hier nicht gebacken bekomme. Hui. Ich muss da durch diese Tür durch. Ich muss da durch diesen einen kleinen Spalt. Okay. Das ist nicht die Richtung, in die ich wollte. Aber man kann da oben durch. Ich kapiere. Dann springe ich gleich direkt auf den Geist drauf. Wie soll ich denn die Ruhe bewahren und dann da durchspringen? Wie soll das denn funktionieren? Zeit ist genug. Ich versuche es von hier unten. Ich glaube, hier sind wir safe. Sofern der Geist uns hier nicht die Chance vermisst. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein schnapp ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Treffe durch das ganze Level. Suche weit und breit. Ich kann nicht singen. Das Geist-Buhu-Dingens um zu verstehen, was ihm diese Nervenkraft verleiht. Super Mario in Pokémon, komm und knapp sie dir her. In allem, was ich auch tu, Pokémon, Super Mario. Du, mein bester Freund, komm retten wir die Welt. Ich will den Platz, der mir gehört. Ich gebe niemals auf. Nein. Ich kann den Text nicht komplett. Ich kann es nur ein bisschen. Das ist eigentlich eine Schande. Aber gut. Pokémon. Get Ketchum. Verdammt, dieser scheiß Kettenhund. Ein Item wäre schon schön gewesen. Wenn man irgendwo ein kleines Feuerblümchen oder so einzubauen, wäre jetzt nicht grundverkehrt gewesen. Hätte man mal machen können. Aber gut. Ich bin ja nicht der hier die Anforderungen stellt. Was? Da bin ich ja noch gar nicht drauf gegangen. An dieser Stelle bin ich noch gar nicht gestorben. Bevor ich nur halbwegs bis zum Checkpoint gekommen bin, das war ja erst die Hälfte. Das wäre wahrscheinlich erstmal der leichtere Teil. Der schwere Teil, der kommt erst noch. Das war jetzt hier noch nicht die Herausforderung. Ja, wie gesagt, ich stelle mich ein bisschen schlimm an. So schlimm ist das Level gar nicht. Ich stelle mich bloß
blöder an, als die Polizei erlaubt. Und die Feuerwehr. Alle zusammen. Hops. Jetzt bin ich an den Geist draufgegangen. Na gut, schönes Level auf jeden Fall. Ich gebe dir gleich ein Herz dafür. Abschließen konnte ich es leider nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das Herz dann zählt. Aber alleine jetzt hier schon draußen, die Stadt, hier geht's auf die nächste Route. Hier hole ich mir noch ein paar Münzchen. Ja, sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Muss ich wirklich sagen, muss ich anerkennend zugeben. Das ist gut gemacht, das verdient ein Herz. Könnte auch mal spielen. Könnte mal antesten. Ist ein geiles Level. Unterstützt diesen Level, unterstützt den Spielemacher. Kann man sich geben. Ich gebe gleich auf. Ich will euch nämlich zumindest noch ein kurzes Level zeigen, was ich gefunden habe. Das fand ich auch spitzenmäßig. Das muss einmal präsentiert werden. Da nehmen wir uns nochmal die Zeit für. Ja. Hier versuchen wir es nochmal kurz. Hops. Da komme ich nicht durch. Das ist, ja. Tut mir leid. Sorry, da muss ich leider aufgeben. Ich schaffe es nicht. Ich gebe ihm toll. Hast du verdient. Kommentieren kann ich nochmal kurz. Ja, habe ich mir ordentlich Zeit genommen. Ja. Kann man mal machen. Ja. Mach's. Ja, ordentlich. Gerne wieder. Anderes Level von dir, Maradona. Gerne mal wieder gespielt. Jetzt muss ich leider beenden. Country Roads. Von Super Mario Bros. Also nicht von Super Mario Bros., aber in Super Mario Bros. Ein kleines Musiklevel. Kurz und knackig. Schauen wir uns das an. Ich habe es schon gespielt. Deshalb weiß ich, wie es läuft. Country Roads. Roads to the place I belong. That's the journey. Sehr schön. Hier oben rein. Ich hoffe, es gibt keinen Urheberrechtszweig. That was beautiful. Mit Schüsse. Hier auf die Hammerbrüder muss man ein bisschen aufpassen. I belong West Virginia. Da bin ich drauf gegangen am Hamburger. Also nochmal von vorn. Naja, ist ein hübsches Lied. Kann man sich mehrfach anhören. Da stoppt es kurz. Take me to the place I belong. That's what you need. I'm gonna get you. So, Schlüssel holen. Zweite Strophe. Ja, ich versorge die ganze Musik, ich weiß. Aber es ist so schön. Don't
Sabala. Das wird schon, ja. Sabala. Genau. Bading. To the place I need. Ach. Auch wenn andere da sicherlich anderer Meinung sind. Musiklevel gefallen dir? Macht gerne Musiklevel, ich spiele sie. Finde ich toll. Tut mir gefallen. Ich finde es phänomenal, wie das gebaut wird. Ich meine, das muss ja wahnsinnig viel Aufwand sein. Das mit Notenblöcken zu erstellen. Die Hammerbrüder. Aufpassen. Ja, nice, da musst du eine geschafft. Der Super Mario ist halt hinten dran. Ja. Sehr nice. Kann man machen. Toll, habe ich schon gegeben. Spitzenklasse. Naja, der Rekord ist sogar machbar. Dann würde ich mal sagen, doch mich nach oben soll es echt gefallen haben. Haben wir heute die zwei Level hier angespielt. Die zwei kleinen Level. Spielt auch gerne mal meine Level an. Hier meine hochgeladenen Level. Hier mal kurz die IDs einblenden. Das hier hat schon, das wurde schon ein paar Mal gespielt. Hat schon 20% Abschlussrate. Kann auch mal gespielt werden. Und hier mein zweites Level. Weltrekord einer Minute. 100% Abschlussrate. Ja, wenn es erst einer gespielt hat. Macht das mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr die auch spielen. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Man sieht sich im nächsten Part oder in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Bis dahin, habt einen angenehmen Fürstentag. Man sieht sich und haut rein.